Hallöchen! Ich kann den Zelda-Trailer erst jetzt schauen, weil ich noch im Mario-Film war. Mario stirbt nicht. Spoiler-Alarm. Also, let's go. Peggy 12. Oh Gott, ist ab 12. Ich habe Angst. Ist auf HD. Der Schleimer gegen so einen Roboter kämpft. Das soll die Breath of the Wild Vibes einfangen. Ein fliegender Würfel. Aha. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Die Musik. Nice. Dann weiß es sind High. Das sieht cool aus. Hyrule scheint wiedergebaut zu werden. Nach dem Event von Breath of the Wild. Das ist ein Moldu? Nee. Das ist die Story. Los Hyrule erhebt sich und überall fallen Dinge vom Himmel. Ach. Die Wüste sieht krass. What the fuck? Eine riesige unterirdische Wikinger? Was sind das für Dinger? Da waren so eine Armee von Leuten, die gegen Dings kämpfen. Schloss Hyrule? Zelda? Dann ist es an ihm. Dem Ritter, der das Bannschwert führt. Link wird obsiegen, wenn wir scheitern sollten. Wer ist das? Link. Das war eine riesige Super Mario Galaxy. Oh mein Gott. Mein Internet ist weg. Fuck! Link. Internet ist wieder da. Let's go. Da war die Super Mario Galaxy Kugel. What the fuck? Da war ein Orni. Ach du Heilige. Das Spiel sieht so cool aus. Was? Platforming? Dieser Robo-Dulli? Ivarok. Ivarok gegen Robo von Link gebaut. What the fuck war das für ein Boss? Ich weiß, wie ich dir helfen kann. Und es wie? Es ist meine Pflicht, da nur ich es vermag. Auf einmal Ace Attorney. Sieh ganz genau hin. Der wahre König ist zurück. Seine Welt wird heute neu erschaffen. Yeah! Yeah! Hi, Ganon. Link, los! Das Ding war süß. Aber zum Glück bist du ja nicht allein. Man kann mit Sidon kämpfen? Link. Yo. Du bist unsere letzte Hoffnung. Da ist eine Hydra. Ich habe keine Ahnung, was der mir da alles gezeigt hat, aber es sah geil aus. Ich freue mich sehr auf das Spiel. Ich hoffe, dieser Trailer überzeugt jetzt wenigstens die Leute, die sagen, Link, nur DLC. Bitte finde mich. Oh, das ist einfach nur Hide and Seek mit Zelda. Alles klar. Ach, das ist wie auch die Legend of Zelda, weil man erstmal der Legende auf den Grund gehen muss, um zu wissen, wo Zelda überhaupt ist. Ich verstehe. Also dann, Leute, das war Zelda Tears of the Kingdom, dritter offizieller Trailer in Klammer Nintendo Switch. Ich gehe jetzt eine Review über den Mario-Film schreiben, die 700 Minuten lang geht. Bis dann.